Yo, ich bin ein Profi. Den Profi nur mit B, so wie Brody. Der bizarre Fall des Amazon-Bewertungskillers. Bin ja gespannt, was für ein bizarrer Fall das ist. Der Kriminalität gab es bereits. Oh, warte, das ging direkt im Satz los. In der Geschichte der Kriminalität gab es bereits einige spannende Fälle. In den letzten 20 Jahren gab es jedoch kaum einen spektakuläreren Fall als den dieses Mannes. Oh, das ist eine Aussage, in den letzten 20 Jahren. Cole Hepp, einem der berüchtigsten Serientäter der USA, dessen Verbrechen jahrelang als unaufklärbar galten, bis er einen gravierenden Fehler machte und sich ein Amazon-Konto zulegte. Doch dazu gleich mehr. In diesem Video wollen wir euch nämlich die unfassbare Story von einem der gefürchtetsten, aber vielleicht auch klügsten Verbrecher vorstellen, den die Welt je gesehen hat. Es erwarten euch nicht nur eine abgefahrene Lebensgeschichte zwischen Gefängnis, Flucht und Reichtum, sondern auch die wohl verrückteste Methode ever, um einen Schwerverbrecher zu fassen. Es wird also extrem spannend, deshalb bleibt dran, hier extrem bei Wissenswert. Bevor wir dazu... Was ist denn mit euch los? Warum heult ihr jetzt hier rum hier? Chill doch mal, der Killer ist ja schon wahrscheinlich schon gefasst worden. Kommen, wie Todd Colehab nicht nur auf furchtbare Art zahlreiche Leute aus dem Weg räumte und Jahre später sensationell überführt wurde, wollen wir kurz erklären, wer Colehab überhaupt ist. Todd Colehab ist ein mittlerweile 50-jähriger Amerikaner, der unter extrem schwierigen Verhältnissen in South Carolina und Georgia aufgewachsen ist. Bereits im Alter von 2 Jahren durchlebte er dabei sein erstes Trauma, das dazu beitrug, dass er ein extrem gestörtes Verhältnis zu seinen Mitmenschen entwickelte. Und zwar trennten sich seine Eltern auf sehr unschöne Art und Weise. Kurz nach dieser Trennung zog bei seinen... Das war jetzt das tragische Event, dass sie auf Art und Weise sich getrennt haben. Ja, passiert leider immer häufiger, ne, dass sich Eltern trennen. Ja, meine ja auch. Ja. Seiner Mutter dann ein neuer Mann ein, mit dem Colehab nun viel Zeit verbringen musste. Da sich die beiden jedoch von Anfang an extrem schlecht verstanden und Colehab eigentlich viel lieber Zeit mit seinem biologischen Vater verbracht hätte, wurde er bereits in der Grundschule sehr auffällig. Er galt bereits als Neunjähriger nicht nur als Rowdy, der seine Mitschüler... Echte Aufnahmen, von ihm. ...drangsaliert und ihr Eigentum... Das, das ist doch auch mega gestellt. Also schaut mal das an. Also wenn ein Junge so drauf ist, ist ja richtig, also das ist doch, also machen das Kinder so, also wirklich Assi-Kinder, gibt es Kinder, die so drauf sind, die so ihre Mitschüler schon würgen und sowas? Also dann haben sie sich auf jeden Fall abgeguckt bei irgendwelchen anderen Fernsehfilmen oder sowas, das ist ja schon richtig brutal, so, ja, sagt ihr? Grundlos zerstört, er befand sich außerdem schon in diesem Alter in psychologischer Behandlung. Neben dem schlechten Verhalten gegenüber seinen Mitschülern wurde er nämlich außerdem dabei erwischt, wie er Tiere quälte und bereits in jungen Jahren süchtig nach Erwachsenenfilmen war, die alles andere als angemessen für sein Alter waren. Dieses Verhalten führte... Ja, das war wieder ein Fehler von den Eltern, der Erziehung, ja. ...letztlich dazu, dass er nach einem stationären Aufenthalt in der Psychiatrie endlich zurück zu seinem biologischen Vater geschickt wurde. Allerdings begann hier eine Phase, die letzten Endes dafür sorgte, dass Colehab irgendwann für den Rest seines Lebens ins Gefängnis gesperrt wurde. Im zarten Alter von 15 Jahren kam Todd Colehab nämlich das erste Mal in Kontakt mit der Waffensammlung seines Vaters. In diesem Alter beging er außerdem sein erstes schlimmes Verbrechen. Unter Waffengewalt kidnappte er ein 14-jähriges Mädchen, dem er dann nicht nur Gewalt antat, sondern dass er auch zu intimen Taten gegen ihren Willen zwang, wodurch er letztlich zu einer 15-jährigen Gefängnisstrafe verurteilt wurde. Wer jetzt jedoch denkt, dass diese Strafe eine abschreckende Wirkung hatte, der liegt komplett falsch. Nach seiner Entlassung 2001 stellte sich nämlich heraus, dass Todd Colehab viel mehr als ein verrückter Psychopath mit gestörten Neigungen ist. Viel mehr als das? Alles klar. Vor allem auch, wie können denn so Leute freigelassen werden? Woran liegt denn das? Wird nicht ein psychologisches Gutachten von den Menschen gemacht, dass die irgendwie, keine Ahnung, überprüft wird, ob die später nochmal was anfangen können, so? Also ich meine, die müssen doch richtig gut, entweder können die richtig gut schauspielern, dass es nicht auffliegt, dass sie wirklich so drauf sind. Und die Psychologen, selbst die Psychologen austricksen können. Oh nee, was ich hier wieder für Ableitungen sehe. Oh nee, partielles Ableiten. Oh, kommen wir wieder die Kotze hoch.
Mit einem nachgewiesenen IQ von 118 gilt er nämlich außerdem als extrem intelligent. Diese Er ist nicht 100 so das Mindestmaß, was man braucht, um zu leben. Ist nicht 100 das Minimum? War das nicht so? Weiß nicht. Intelligenz also, nutzt ist nicht 100 der Durchschnitt so? Er nach seiner Entlassung dann, um sich ein komplett neues Leben aufzubauen. Da er im Gefängnis nämlich einen College-Abschluss in Informatik und nach seiner Freilassung noch einen Bachelor in BWL und Marketing beendete, fiel es Colehab trotz... Wie ich? Also mich auch ein Psychopath? seiner Vergangenheit leicht, gut bezahlte Jobs zu finden. Er gründete darüber hinaus eine Immobilienfirma, mit der er nicht nur zum erfolgreichsten Makler in Carolina aufstieg, sondern auch extrem wohlhabend wurde. Allerdings sorgte dieser Lebenswandel leider nicht dafür, dass Todd Colehab nun zum zivilisierten Bürger wurde. Ganz im Gegenteil. Neben seinem beruflichen Erfolg hatte er ab zwei... Das hat er eine Transformation durchgemacht, dieser von, yo, ich bin, keine Ahnung, zu, yo, ich bin der hier. Beste Beschreibung. Ich kann Vergleiche machen, perfekt. 2003, nämlich ein dunkles Geheimnis, das erst über ein Jahrzehnt später gelüftet wurde. In diesem Jahr machten Polizisten in der amerikanischen... Ey, ist doch ein Fortnite. Das ist doch hier, das, wo wir vorhin waren, Dörrburger oder so. Kleinstadt Chesney nämlich einen furchtbaren Fund. Und zwar wurden in einem Motorradladen 4 leblose Personen gefunden, die auf grausame Weise mit Schüssen erledigt wurden. Diese 4 Opfer gingen auf das Amerika, ne? Waffen und so, ne? Konto von Colehab, der sich laut einiger Presseberichte von dem Besitzer des Ladens provoziert gefühlt hatte, als er dort sein Motorrad reparieren lassen wollte. Lol. Aus diesem Grund rastete er dann aus und erledigte alle Mitarbeiter, die sich in dem Geschäft zu der Zeit befanden. Lol. Zu dieser Zeit tappten die Ermittler jedoch noch komplett im Dunkeln und hatten keine Spur bis zum Jahr 2016. In diesem Jahr verschwanden nämlich aus heiterem Himmel 2 junge Putzkräfte, die damit beauftragt waren, Colehabs Anwesen zu reinigen. Das ist ja mega schlecht, Alter. Das ist ja mega schlecht. Du kannst nicht einfach... Also wenn du schon jemanden... Also ich habe keine Ahnung von Morden. Ich habe noch niemanden umgebracht. Ne, wirklich. Auch wenn ich Abschluss BWL, Marketing und Dings habe, Bachelor, dann heißt es nicht, dass ich ein Psychopath bin. Aber du machst doch nicht sowas. Dann weiß man doch... War doch direkte Verbindung da, oder nicht? Sich im Nachhinein herausstellte, hatte eine der Putzkräfte wohl ein für Colehab zu loses Mundwerk, weshalb er die eine Kraft liquidierte und die andere wochenlang als seine Dienerin in einem Container gefangen hielt. Dort kettete er sie dann an der Wand fest und gab ihr nur einmal täglich Essen, während er ihr ziemlich schlimme Dinge antat, auf die... Er hat es gefilmt? Er hat es gefilmt, oder was? Die wir hier nicht genauer eingehen wollen. Darüber hinaus hatte Colehab bereits in den Monaten zuvor 2 Nachbarn aus dem Weg geräumt und auf seinem Grundstück vergraben. Ja. Allerdings blieben all diese Verbrechen nach wie vor unaufgeklärt und es sah lange Zeit... Wie dumm ist die Polizei denn? Die Nachbarn sind tot, die Putzkräfte sind tot. Wer könnte es nur sein? Ich weiß nicht, aber es könnte vielleicht eine Person sein, die da wohnt oder so. Maybe so. So aus, als ob Todd Colehab sein furchtbares Doppelleben unbehelligt weiterführen könne. Erst Ende 2016 kamen die Ermittler auf eine Spur, die weltweit absolut einmalig war und mit der niemand gerechnet hatte. Und zwar Amazon. Und zwar bewährt... Amazon. Krieger. Amazon. Sag mal Amazon, ich sag Amazon, sag ich. Er auf zynische Weise Amazon. Zahlreiche Gegenstände, Amazon. Die ihm tatsächlich bei der Ausübung seiner Verbrechen halfen. So bewertete er zum Beispiel ein extra großes Stück Plastikfolie mit den Worten, dass sie sehr gut dazu geeignet sei, um leblose Menschen im Auto zu transportieren, ohne dabei eine Sauerei anzurichten. Ey, der wollte doch erwischt werden. Der wollte doch erwischt werden. Der hat sich wahrscheinlich so gewundert, der wollte wahrscheinlich in den Knast kommen. Ich dachte so, okay, wie ich erwischt werde, mache ich so scheiße. Und dann hat er das durchgezogen und so, hey, sind die Polizisten doof, warum finden die mich nicht? Hau ich noch mehr Hinweise ins Internet rein, bis die mich eh nicht mal finden hier. Über ein Vorhängeschloss, das er tatsächlich benutzte, um jemanden in einem Käfig einzusperren, schrieb Colehab wahrheitsgemäß, dass es die Leute erfolgreich an der Flucht hindere.
Für viele andere Käufer wirkten diese Bewertungen zunächst wie schlechte Scherze, jedoch dachte sich wohl niemand mehr dabei. Als ein Polizist durch Zufall allerdings feststellte, dass das Profil, zu dem die Kommentare gehörten, unter dem Namen Todd Colehab lief, wurden sie skeptisch. Da Colehab nämlich auch über 15 Jahre nach seiner Freilassung noch stark von den Behörden beobachtet wurde, beschlossen ein paar Polizisten, ihm mal einen Besuch abzustatten. Ja. Was sie dann auf... Warum haben sie nicht vorher gemacht? Putzkräfte von ihm sind weg, also wahrscheinlich zuletzt bei ihm geputzt haben. Gibt es keine Handys oder Anrufe oder Terminkalender von einem Putzkraft, die, wo sie zuletzt geputzt haben? So als Tipp. Haben sie nicht dann vorhin schon mit ihm gesprochen? Seinem Anwesen vorfanden, war nicht nur schockierend, sondern sorgte auch dafür, dass einer der berüchtigsten Verbrecher der USA nach über 13 Jahren endlich geschnappt wurde. Auf Colehabs Anwesen, das übrigens mit hohen Zäunen komplett von den Nachbarn abgeschottet war. Ja, also ich glaube auf jeden Fall, dass in Deutschland die das schneller aufgedeckt hätten, nicht 13 Jahre, die hätten das schneller gemacht. Auch nicht nach diesen Amazon-Dingern, die hätten das vorher schon gecheckt. Du sprichst ja erst mit jedem Mal, der im Umkreis wohnt, selbst beim Nachbarn sprichst du mit den Nachbarn erstmal. Und selbst bei der Putzkraft gehst du jede einzelne Dings durch, bei dem die geputzt haben, um zu gucken, ob die auch eine Vermittlung existiert. Da warst du doch nicht 13 Jahre dafür, du brauchst doch keine 13 Jahre dafür. Also es ist halt logisches Denken so, oder war es denen egal, ich weiß nicht. Fanden die Ermittler nämlich nicht nur zahlreiche Waffen und verbotene Gegenstände, sondern auch Container, aus denen Menschen verzweifelt nach Hilfe riefen. Lord. Darunter befand sich auch die vermisste Putzkraft, die nun endlich gerettet werden konnte. Colehab wurde daraufhin sofort verhaftet und mit zum Revier genommen. War die 13 Jahre in dem Container drin, oder was? Oder wann ist die da reingekommen? Was dann jedoch geschah, war für viele Beobachter des Falls fast so bizarr wie die Krankenverbrechen selbst. Während der anschließenden Untersuchungen beschwor Colehab nämlich nicht wie andere Verbrecher seine Unschuld, sondern behauptete, dass es noch weitaus mehr Menschen gäbe, die er auf dem Gewissen habe und anschließend versteckt hätte. Er sagte sogar, dass er mehr als ein Dutzend Personen aus dem Weg geräumt hätte, ohne dabei ein Motiv, geschweige denn Reue zu zeigen. Zwar wurden diese Personen bis heute nicht gefunden, da es in den letzten 20 Jahren jedoch zahlreiche ungeklärte Verbrechen in der Region Carolina gab, gehen viele davon aus, dass Todd Colehab noch weitaus mehr Menschen erledigt hat, als man ihm zunächst nachweisen konnte. Zum Abschluss dieses Videos wollen wir noch kurz darauf eingehen, was passierte, nachdem Colehab durch seine Bewertungen überführt wurde. Aber ich meine, wenn ich so einen Menschen begegne, der mich schon so anguckt, irgendwie ist keine Vorurteile, aber irgendwie hätte ich da schon so ein bisschen Angst. Weiß ich nicht, wenn du mich so böse anguckt, dann würde ich schon sagen, bitte, ich habe deine Bewertungen gelesen. Ich erfülle dir auch gerne einen Wunsch aus deiner Wishliste aus Amazon, aber bitte... Lass mich in Ruhe, ich kaufe dir gerne Schaufel, aber lass mich in Ruhe, bitte. Da die Beweislage nämlich keine Zweifel offen ließ und Colehab um jeden Preis der Todesstrafe entgehen wollte, plädierte er im Mai 2017 in allen ihm nachweisbaren Fällen auf schuldig. Aus diesem Grund wurde er anschließend zu einer Gefängnisstrafe verurteilt, die ihn für eine Dauer von 7-mal lebenslänglich hinter Gitter brachte. Todd Colehab wird also nie wieder ein Leben in Freiheit genießen dürfen und das... 7-mal lebenslänglich ist, länger, so lange wie eine Katze leben kann theoretisch, die haben auch 7 Leben, oder nicht? Darüber hinaus wurden 2020 sämtliches Eigentum von Colehab versteigert, was dazu führte, dass die Einnahmen an die Familien seiner Opfer gespendet wurden. Mindestens. Und das war's auch schon mit unserem Video. Und aber das nur das, oder was? Hat er nicht? Ja, gut, hat er nicht mehr, ne? Ah, das... Ei. Also, der wollte ja gefunden werden. Der wollte ja gefunden werden. Das war ja, der hat es ja auch zugegeben am Ende und noch geflext mit seinen Morden, die er da gemacht hat. Also es war ja dann klar. Also, okay. Ja, aber war ein cooles, interessantes Video. Du kannst ein 9 Leben, stimmt, die haben 9 Leben. Stimmt, nicht 7 Leben. Ja, stimmt. Okay, dann hat er halt noch 2 Leben zu leben, wenn er das überlebt, wenn eine Katze ist. Weiß ich nicht. Yo, ich bin ein Profi. Ich profi nur mit B, so wie Brody.